einige, die sehr merkwürdig sind, und zwar, wenn er sich über Männer und Frauen äußert, über die Weiber, was die Weiber angeblich können und was die Weiber nicht können. Das ist so ein bisschen so, wie vielleicht viele Autoren damals über die Schwarzen geschrieben haben. Also für mich sehr fern dem, wie wir das heute sehen oder wie es wirklich ist. Ich begreife sehr wohl, warum manche ihren Körper so wenig den Befehlen der Weisheit untertänig machen können. Der, dessen Herz bei jedem neuen Vorfall zu pochen anfängt, wird über dasselbe anfangs wenig mit seiner Weisheit vermögen. Denn das Bestreben, den Fehler zu vermeiden, bringt ihn hervor. Wer nicht den Mut hat, auf seine eigene Art närrisch zu sein, hat ihn schwerlich auf seine eigene Art klug zu sein. Der Professor schreibt seine Lektionszettel flüchtig, weil er seine Unabhängigkeit von Studenten zeigen will. Der lügt am sichersten, der die Wahrheit nur verfälscht und keine ganze Lüge erdichten darf. Bei jedem nimmt er ein anderes Stück Wahrheit weg und setzt eine andere Lüge hinzu. Die Satire bessert selten. Darum sei sie nicht bloß lächelnd, sondern bitter, um die Toren, die sie nicht bessern kann, wenigstens zu bestrafen. Vor Frauenzimmern darf man bloß Männer loben. Der gefällt nicht, der fürchtet nicht zu gefallen, denn die Ungezwungenheit, die allen übrigen Schönheiten des Umgangs erst ihren Wert und oft ihr Dasein gibt, verschwindet mit der Furcht. Bei der Geliebten nur darf man von sich reden. Wenn der andere sich mit allen seinen Fehlern, die er noch besser kennt als ich, erträgt, warum sollte ich ihn nicht ertragen? Das ist so, das habe ich auch oft gedacht über Kindheit. Ein einziger Geruch weckt ganze Gruppen von alten Empfindungen wieder auf, wirkt mehr auf die Fantasie als selbst das Auge. Mit Laster, das auch oft. Man kann ein Laster, gegen das man mit dem größten Nachdruck predigt, doch ausüben, ohne zu heucheln. Ob das jetzt stimmt, das werde ich nicht. 118. Zykel. Die erste einsame Minute, die Albano mit seiner Schwester fand, legt er zur Nachfrage über ihre lateinische Nachricht an, dass Lindas Vater gerade an ihrem Hochzeitstage erscheinen würde. Aber sie verwies ihn auf seinen eigenen, der ihm alles über Lindas Irren sagen könne, und bat ihn, Linda zu schonen, nicht nur in ihrer Zartheit, sondern auch in ihrer eigenen Ehescheu, die sehr weit gehe. Sie konnte nicht einmal eine Freundin in den Traualtar begleiten, setzte Julien hinzu. Sie nannte diesen den Richtplatz der weiblichen Freiheit, den Scheiterhaufen der schönsten, freiesten Liebe und sagte, das Heldengedicht der Liebe werde dann höchstens zum Schäfergedicht der Ehe. Freilich weiß sie nicht, wohin solche Grundsätze endlich führen. Ich hoffe auch, dass du ihr vertraust, sagte Albano, sich diese Seltsamkeit anders und höher ableitend als seine strenge Schwester. Sie brach schnell ab, um ihm noch den Rest nach Pestiz mitzugeben, die Fürstin zu fliehen, die ins Innerste hinein kalt, falsch, rach und selbstsüchtig sei. Sie hat etwas, und zwar viel mit dir vor, und ihr Hass gegen die Gräfin kommt jetzt dazu. Linda fasset sie scharf auf, aber doch lässt sie sich aus Heftigkeit durch alle hinreißen und benutzen, die sie übersieht und voraussieht. Albano blieb bei seinem alten, sanften Urteil über die Fürstin, umso mehr,
da er Juliennes moralische Härte gegen jede genialische schon aus ihrem Missurteil über Lianen kannte. Aber er gab ihr das leichte Wort, sie zu fliehen, ohne ihr den Grund, nämlich ihre so hart entzauberte Liebe für ihn zu sagen. Für sein Zartgefühl gab es keine größere Rohheit als dieses öffentliche Erbrechen und Vorlesen eines Liebesbriefs, als das männliche Auffangen und Ausrufen eines weiblichen Seufzers der Liebe durch ein Sprachrohr fürs Volk. Alle kamen wieder zusammen, lagerten sich auf eine Stelle, die den See und die Alpen und die Blütenschatten gab, der Tag glühte sich ab und sank von Schönheit zum Abend hinunter. Auf dieser feinen Insel, sagte Dian, fängt sich schon das nordische Wesen an und wir stehen bald zu Hause unter einem spitzen Dach. Nun ja, sagte Julien, aber endlich hat man's doch auch gern, wenn man wieder einen reinlichen Menschen, eine Blondine und einen Schatten sieht und ein paar Vögel hört. Die Sangvögel, das ist eine Anmerkung, die hat er selber geschrieben, die Sangvögel sind in Italien selten, weil man sie für die Küche auf dem Markt verkauft. An Tivoli und Ischia und den Posillipo denke ich nicht, sagte Albano. Ich denke an meine Kindheit und an die Alpen. Drüben am Ufer des Langsees, Lago Maggiore, mögen sich freilich die beiden Inselzuckerhüte nicht zum Besten darstellen, aber dafür stellt sich hier auf dem Zuckerhut das Ufer und der See desto besser dar und für den, der auf dieser Seealpe steht, ist sie doch gemacht. Mir ist alles gleichgültig, sagte Linda, denn ich finde mich hier ganz wohl. Das Rezensieren schöner Gegenden ist auch ein nordisch Wesen, weil man sie da nur aus Büchern kennen kann. Der Italiener, der sie hat, genießt sie wie die Gesundheit und ist sich ihrer nur der Entbehrung bewusst. Deswegen ist er nicht einmal ein großer Landschaftsmaler. Man sollte, sagte Dian, das prächtige Welschland noch auf der Grenze besingen, wenn man von dem Castellan eine Gitarre bekäme. Er ging und brachte ein. Nun fing er italienisch zu improvisieren an. Er sang, in Apollo wurde die alte Liebe nach dem vorigen Schäferlande auf der Erde und nach der verlorenen, verhüllten Daphne wieder wach. Er stieg vom Himmel, um beide zu finden. Ihm hatte Jupiter den Momus mitgegeben, der ihm das Hässliche zeigen sollte, damit er zurückfliege als ein schöner, lächelnder Jüngling. Ging er über die Inseln, durch die Ruinen der Tempel, durch edige Blüten, vor göttlichen Gemälden einer unbekannten, hehren Jungfrau mit einem Kinde und vor neuen Tönen vorüber und zog wie über die Zauberkreise einer schönen, neuen Erde. Vergeblich zeigte Momus ihm die Mönche und Seeräuber und seine von der Zeit niedergeworfenen Tempel und ließ ihn spotten, Thermensäulen für Tempelsäulen nehmen. Der Gott sah hinauf zum hohen, kalten Olymp und sah herab auf dies warme Land, auf diese große goldene Sonne, diese hellblauen Nächte, diese ewig blühenden Düfte, diese Zypressen, diese Myrten- und Lorbeerwälder und sagte, hier ist Elysium, nicht in der Unterwelt, nicht auf dem Olymp. Da gab ihm Momus einen Lorbeerzweig von Vergils Grabe und sagte, das ist deine Daphne. Jetzt erzürnte sich seine große Schwester Diana. Sie gab Daphne ihre Gestalt und Kleidung, als komme sie aus den Wäldern der Pyrenäen herüber, aber er kannte die Geliebte und ging mit ihr in den Olympus zurück. Als Dias das sang, es ist nicht gereimt, er sagt, er singt es, als Dian das sang und die Lieder mit den Seitentönen fliegen ließ, so standen hoch droben im Himmel die ewigen Glanzgebirge aus Eis. Von den Bergen flatterten Quellen und Schatten in den hellen See und der Abend bewegte sich entzündet und entzückt. Da ergriff der stille Albano die Saiten, senkte das Auge in den Blitz der Gebirge ein und fing errötend an. Verweile, o Sänger, bei den hohen Geistern, die auf das Schlachtfeld zogen, tötend, sterbend und die aufbauten die ewigen Tempel der Menschheit. Verweile bei den reinen Demanten, die glänzend und fest unter dem Hammer des Schicksals blieben. Verweile bei der alten Zeit, bei dem Meere Roms, das einen Weltteil trug und die anderen untergrub. Aber fliehe vor der Zeit, die ihren Gipfel in ihren eigenen Krater senkte.
Verweile, Sänger, auf der Höhe und schaue in den Garten der Welt herunter, der ein spielendes Menschenleben ist. Die Ruine wird Fels und der Fels Ruine. Auf dem hohen Vorgebirge duftet die Blüte. Unten liegt das Meer mit offenem Raffen. Über der Skylla glänzen schöne Häuser und Gassen.